Als ich in Mai angefangen habe, habe ich mich auf die 30 Kilo fokussiert. Dann habe ich irgendwann die 30 Kilo geschafft. Dann habe ich mich auf die 40 Kilo fokussiert. Und jetzt habe ich die 40 Kilo geschafft. Und so mache ich weiter. Jetzt fokussiere ich mich auf die 50 Kilo. Und so beim nächsten Training werde ich versuchen, die 42 Kilo zu attackieren, dann die 44 und dann die 46 und dann die 48. Und dann werde ich auch die 50 Kilo schaffen. Und dann die 50 Kilo. Und so mache ich ständig weiter. Und so mache ich weiter. Weil ich sehe, das Ziel ist ja so greifbar nah. Hey, 40 Kilo auf 50 Kilo, das ist nicht mehr ein großer Unterschied. Das ist nicht mehr weit. Das Ziel ist ja so greifbar. Das motiviert mich dann, noch mehr Gas zu geben, das Letzte aus mir rauszuholen. Und das ist so der Trick dabei. Wie gesagt, unsere Denkweise, der hat einen großen Einfluss auf unser Leben. Vor jedem Schritt ist der Geist. Erst dann kommt die Aktion. Das ist sehr wichtig. So, großartiges Training, die 40 Kilo wurden geknackt, die 40 Kilo wurden geknackt, Leute. Fühlt sich großartig an. Ich habe angefangen mit 20 Kilo im Mai, falls ihr die Vlogs gesehen habt. Mit 20 Kilo habe ich angefangen. Ich kam mir so fremd vor und ich kam mir auch gleichzeitig so dumm vor, weil ich meine, mit 20 Kilo, mit dem habe ich mich früher aufgewärmt. Als ich mit 20 Kilo trainierte, war ich schon meine Maximalkraft. Ich kam schon an meine Grenzen. Da kommt man sich natürlich sehr dumm vor, weil früher, das, was man früher genommen hat, zu aufwärmen, mit dem kommst du jetzt an die Grenzen. Also man kommt sich schon sehr dumm vor.
Weil ihr die Vlogs gesehen habt, wisst ihr das ja. Aber ich habe mich nicht entmutigen lassen, denn ich wusste, mit Arbeit komme ich so ans Ziel. Und das Ziel für die zweite Etappe ist stark werden. Und ich habe weitergemacht. Dann kamen die 30 Kilo. Und heute wurden die 40 Kilo geknackt. 40 Kilo. Und das fühlt sich großartig an. Aber es geht weiter. Ich habe mir eine Frist gesetzt. Bis Ende Oktober will ich dieses Ziel erreichen. Und das sind die 60 Kilo. 60 Kilo, das bedeutet 120 Kilo. Und das ist nicht leicht. Ich habe letztes Mal jemandem gesagt, dass eben, im Mai habe ich angefangen mit 20 Kilo, und jetzt bin ich schon bei 32 Kilo. Aber ich will bis Ende Oktober die 60 Kilo erreichen. Und dann sagt er mir, das geht nicht, das ist unmöglich. Für ihn vielleicht ist es unmöglich. Aber nicht für mich. Wisst ihr, wenn ihr im Leben was wollt, gibt es sehr viele Menschen, die dann kommen mit, das geht nicht, das wird nicht funktionieren, das ist unmöglich. Wieso? Ihr könnt das nicht sehen, was ich sehe. Ihr könnt das nicht fühlen, was ich fühle. Aber für mich ist es möglich, denn ich sehe das richtig klar, wie ich die 60 Kilo in der Hand habe und sie hochpresse. Also ich sehe das richtig. Und ich weiß, es ist möglich. Und heute bin ich wieder einen Riesenschritt Richtung Ziel gekommen. Ich habe die 40 Kilo geknackt. 40 Kilo. Wie gesagt, unsere Denkweise, der hat einen großen Einfluss auf unser Leben. Vor dem Schritt ist der Geist. Erst dann kommt die Aktion. Das ist sehr wichtig. Und ich weiß genau, ich werde die 60 Kilo schaffen. Denn ich sehe das richtig vor mir. Und das ist die Kunst dabei. Ja. Sich Bilder zu erschaffen von dem, was ihr wollt. Bei mir sind jetzt die 60 Kilo. Ich habe mir Bilder erschaffen, wie ich die 60 Kilo in der Hand habe und sie hochpresse. Und jetzt kommt's. Das Allerwichtigste. Die Bilder, die ihr in euren Geistern erschafft, an diese Bilder müsst ihr glauben. Das ist der schwerste Part von allem. An diese Bilder zu glauben. Hundertprozentiges Glauben. Zu wissen, dass nichts dies aufhalten kann. Das ist Glaube. Das ist das Schwerste, zu glauben, dass es möglich ist. Wie gesagt, die Leute kommen, nee, das geht nicht, das ist unmöglich. Aber mir ist das sowas von egal, denn ich sehe die Bilder. Sie können das nicht sehen, was ich sehe. Aber ich sehe das richtig, wie ich die 60 Kilo hochpresse. Und darum ist es mir egal, was die anderen sagen. Denn ich weiß, ich werde mein Ziel erreichen. Wie gesagt, im Mai habe ich angefangen mit 20 Kilo. Ich habe weitergemacht, nicht aufgegeben, obwohl das sehr entmutigend ist, obwohl man sich sehr dumm vorkommt. Ich habe mich dann auf die 30 Kilo fokussiert. Dann habe ich die 30 Kilo geschafft. Dann habe ich mich auf die 40 Kilo fokussiert. Dann kamen die 32 Kilo, die 34, die 36 Kilo, die 38. Heute habe ich die 40 Kilo geschafft. Und beim nächsten Training werde ich die 50 Kilo attackieren. Dann werde ich die 42 Kilo machen, die 44, die 46, die 48 und die 50 Kilo. Ich werde es so lange versuchen, immer wieder zu versuchen, bis ich die 50 Kilo auch erreicht habe. Und wenn ich die erreicht habe, dann werde ich die 60 Kilo attackieren. Dann kommen die 52 Kilo, die 54, 56, 58 Kilo, bis ich die 60 Kilo auch geschafft habe. Doch die werde ich schaffen, denn ich schaffe alles, was ich will. Wie gesagt, ich erschaffe mir Bilder in meinem Geiste. Die Bilder sind hier. Und ich glaube an diese Bilder. Und ich weiß, dass nichts sie aufhalten kann, außer ich selber. Aber ich lasse mich nicht aufhalten. Und schon gar nicht von dem, von dieser oder von dieser Person oder von dieser. Ich lasse mich von niemandem aufhalten. Wie gesagt, ihr könnt das nicht sehen, was ich sehe. Ihr könnt das nicht fühlen, was ich fühle. Aber ich kann das. Ich sehe die Bilder richtig vor mir, wie ich das schaffe. Und ich weiß, aus diesem Grund weiß ich, dass es möglich ist. Ihr könnt das nicht fühlen, was ich fühle. Ihr nicht. Ihr könnt das nicht fühlen, was ich fühle.
Ihr könnt das nicht sehen, was ich sehe. Darum ist es für euch schwerer zu glauben. Darum ist es leichter zu sagen, es geht nicht. Es wird nicht funktionieren, es ist unmöglich. Für euch ist es unmöglich, ja. Denn ihr könnt das nicht sehen, was ich sehe. Ihr könnt das nicht fühlen, was ich fühle. Aber ich kann das. Und darum weiß ich, dass es möglich ist. Und heute habe ich wieder einen Riesenschritt Richtung Ziel gemacht. Haha! Das hört sich großartig an. Jetzt werden 50 Kilo attackiert. Ja, Mann. So, Training ist fertig. Großartiges Training. 40 Kilo, Mann! Abbesser! This is a Chucky Beat production.